Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr die Standardabweichung in Excel berechnen könnt. Die Standardabweichung ist ein sehr beliebtes Mittel der Statistik und gibt die durchschnittliche Abweichung in Bezug auf den Mittelwert an. Das heißt, man kann in etwa sehen, wie präzise der Mittelwert ist. Nehmen wir als Beispiel eine Bierbrauerei. Jede Flasche soll mit 500 ml Bier aufgefüllt werden. 500 ml ist also unser Mittelwert. Nun kann es sein, dass einige Flaschen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Inhalt haben. Um daraus die Standardabweichung zu berechnen, brauchen wir eine Stichprobe. In der Tabelle seht ihr eine Stichprobe von 15 Flaschen und deren gemessener Inhalt. Um jetzt die Standardabweichung bestimmen zu können, klickt ihr in ein leeres Feld und gebt folgende Formel ein. Das S steht in diesem Falle für Stichprobe. Markiert den Wertebereich und schließt die Klammer. Danach klickt ihr auf Enter. Der Betrag zeigt uns, dass der Inhalt unserer Flaschen im Durchschnitt um 1,92 ml vom Mittelwert abweicht. Über welche Excel-Funktion würdet ihr gerne mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.